Hey Leute, Bardo, willkommen zu meiner neuen Folge von Bloons Tower Defense 6. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Bardo, was machen wir im Ladebildschirm? Nun, die Antwort darauf ist relativ leicht, denn heute machen wir die Ladebildschirm-Challenge. Denn im Video heute werde ich versuchen, Runde 100 zu erreichen und währenddessen darf ich nur Affen benutzen, die auf den Ladebildschirm sind. Damit meine ich nicht nur die Affen an sich, sondern auch die Skillungen. Ich habe mir gerade mal kurz für die Minute alle Skillungen angeguckt und hab, glaube ich, ungefähr raus, was ich skillen darf und was nicht. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz alles durch, was ich platzieren darf. Helden habe ich tatsächlich eine gute Auswahl. Ich darf entweder Striker Jones benutzen oder ich darf Oban benutzen. Gwendolyn darf ich auch benutzen, sehe ich gerade. Da ja im Grunde nur eine Einheit am Ende Schaden. Ich wähle Oban aus. Ich glaube, das ist klüger. Das ist, glaube ich, klüger. Ich darf in dieser Challenge übrigens keinen einzigen Level 5 Affen benutzen, weil keiner der Affen auf dem Bildschirm ist Level 5. Ganz links oben haben wir einen Superaffen. Das ist aber ein Superaffe ohne Skillung. Der hat einfach gar nichts. Ist ein ganz normaler Superaffe. Da drunter eine Kanone ist auch ungeskillt, weil sobald wir da was skillen, sieht die halt anders aus. Beim Boomerang-Affen ist es der hier oben, weil der hat die zwei Striche auf dem Kopf und sonst nichts anderes. Alle anderen sehen komplett anders aus. Es ist der 3-0-0. Oder vielleicht kann ich noch ein bisschen skillen. Aber auf jeden Fall 3 oben Boomerang-Affe. Eisaffe ist unten 4. Ich dachte erst 5, aber bei 5 ist die Waffe vorne so ein bisschen spitz. Und da ist einfach nur so ein helles Licht. Der Sniper ist ebenfalls ungeskillt. Kann man daran sehen, dass der diese grüne Mütze hat und alle anderen Mützen sind halt nicht grün. Und gut, die ist grün, aber ist halt was ganz anderes. Bei Magier hier oben auf 3. In der Mitte ist ein Moloch. Zumindest glaube ich das. Der Ninja ist ungeskillt. Beim Druiden bin ich mir ein bisschen unsicher, aber ich glaube, es ist der Druide, weil der hat da so ein Blatt an der Seite. Das könnte der sein. Klebstoffaffe war mal nicht unten. Ja, das ist der. Beim Flieger hier, schwer zu sagen, weil man sieht den ja nur von unten, nicht von oben. Aber es ist blau, das heißt, es ist Schnellfeuer maximal. Und nichts anderes. Also, aber wenn ich gar nicht, man sieht ja vorne, das ist Spionageflug. Weil da ist ja vorne mein Ding so was Schwarzes. 02. Okay, gut, das hatte ich sogar nicht auf dem Schirm. Und der Hubschrauber, die letzte eine, die ich platzieren darf, da ist, glaube ich, Moment, hier. Schneller feuern. Geht aber, glaube ich, auch noch verfolgen. Das müsste auch in Ordnung sein. Verfolgen und schneller feuern ist das. So, und das sind alle Affen, die ich platzieren. Dann, nee, Moment, stopp. Korrektur. Korrektur, noch eine starke Einheit, die wir auch sehen. Und zwar ein Armbrustmeister. Unter dem Klebstoffaffen ist ein Armbrustmeister. Und da ist noch ein anderer Affe. Ich glaube, nämlich der Dreifachschuss, ja. Der hat nämlich diese Striche. Okay, also eine Menge Affen, die wir platzieren können. Aber halt eine Menge schwache Affen, das müssen wir auch dazu überlegen. Welche Map ist das im Ladebildschirm? Auch schwer zu sagen, aber das ist viel grün. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich Affenaue sein könnte. Ja, das ist auf jeden Fall meine Vermutung, was wir da platzieren dürfen. Ich denke, das meiste davon stimmt. Und falls ihr übrigens so kreative Ideen zum Spiel mögt, könnt ihr das mich mal wissen lassen mit einem Daumen nach oben oder mit einem Abo. Generell wäre ein Abo ganz cool. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt meinen Kanal abonniert. Das ist übrigens langsam wirklich anstrengend, das in jedem Video zu erwähnen. Ich weiß nicht, wie manche YouTuber das hinkriegen, das über Jahre in jedem Video zu erwähnen. Aber ja, falls neu bist, kannst du mir sehr gerne ein Abo da lassen. Okay, wir haben jetzt wahnsinnig viel gelabert, springen wir mal eine Runde. Oben kann ich raushauen. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Geld aufgeht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bis Runde 100 machen wir, glaube ich, gerade so genug Kohle, damit wir es hinkriegen. Also ich glaube, das geht nicht so ganz auf. Habe ich vielleicht einen Insta-Affen, den ich raushauen könnte? Das wäre ein bisschen cheaten, ne? Aber wenn alle Stricke reißen, haue ich vielleicht so einen Tempel raus. Einfach, weil anders geht's nicht. Ich darf keine Plantagen platzieren. Ich habe da jetzt keine Plantagen gesehen und sonst habe ich nichts, was Geld generieren kann. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen nervig. Wir könnten auch jetzt einfach sagen, dass ich Plantagen platzieren darf, damit das vom Geld halt am Ende aufgeht und wir wirklich auch alles platzieren können. Aber ich muss ja nicht alles platzieren. Das ist ja nicht die Challenge. Es geht ja nur darum, dass ich nur Affen platzieren darf, die da am Ladebildschirm sind. Ich will halt ganz gerne eigentlich einen Tempel haben. Aber den hier zu kriegen ist halt schwer. Das ist das Ding. Okay, jetzt haben wir aber erstmal für Tarnballons Safety. Für Blei ansatzweise Safety. Einen ungeskillten Sniper will ich nicht raushauen. Einen ungeskillten Superaffen will ich nicht raushauen. Der Magier könnte noch interessant sein. Und der Eisaffe könnte noch interessant sein. Passt doch ganz gut mit Oban, der die nachher dann boostet. Aber ich glaube, Superaffe. Soll ich einen Superaffen schon raus und ich mach's einfach mal.
Wie ist denn seine Reichweite? Die geht nach da. Dann machen wir es mal da. Eisapfel wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber der wäre halt für Runde 100, nicht für Runde 40. Für Runde 40 wäre der halt ein bisschen zu schwach. Da muss ich mir noch was überlegen, was wir da machen. Eine ganz normale Kanone taugt eigentlich auch nichts ohne Skillung. Ne, was bringt das? Eine ungeskillte Kanone kann ich eigentlich vergessen. Den kann ich ja durchskillen bis zum Sonnentempel. Das kostet halt 85.000, deswegen keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Aber vom Geld her müsste es eigentlich klar gehen, den zu verbessern und den Armbrustmeister zu verbessern. Dann wäre eigentlich das Problem magieresistente Ballons. Unsichtbare magieresistente Ballons. Was mache ich gegen die? Ich glaube, ich brauche den Armbrustmeister relativ schnell. Der kostet zwar viel Geld, aber ich glaube, auf den muss ich legitim sparen. Ich habe den Boomerang ab, kann ich raushauen. Was mache ich mal kurz? So, was hatte ich gesagt? Wie sieht er aus? Oben drei, ne? Ja. Wenn ich jetzt hier noch unten skill, sieht er anders aus? Sieht nicht anders aus, okay. Er behält... Oh, nee, der ist jetzt... War anders. Bild war nicht anders, aber sein Kopf war anders. Klebstoffaffe, der war doch ein bisschen geskillt, ne? Wo war der geskillt? War der... Unten 2 nur, ne? Unten 2 ist aber auch nicht gut genug für irgendwas. Das ist auch nicht gut genug, damit kann ich auch nichts anfangen. Das Ding ist halt, der opfert halt alles, ne? Wenn ich jetzt nicht aufpasse. Ich muss ja wahrscheinlich Rückschlag und Dingsding geben. Damit er auch Tarnung ist. Der wird einfach alles opfern. Ich weiß nicht, ob ich den noch irgendwo mitskillen darf. Ich glaube aber nicht. Ich darf da jetzt unten durchballern. Aber mehr darf ich den, glaube ich, nicht dazugeben. Dann wäre der aber schon mal durch. Runde 40 müsste easy sein, ja. Zack, okay, haben wir den auch schon mal weg. So, also. Wir sind aktuell dran. Und ich glaube jetzt... Ich muss wirklich sparen. Ich könnte noch einen Flieger raushauen. Das könnte ich machen, ja. Nicht den, ich will den haben. Da haben wir ja festgestellt, was ich machen darf. Und das war... Oben und unten 2-2, ne? Ja. Das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Das ist okay. Ist jetzt nicht mega stark, aber es müsste ein bisschen was... Kleinvieh zumindest kaputt kriegen. Armbrustmeister. Und... Armbrustmeister, bam! Okay. Da ich das im Affenwissen geskillt habe, kann ich den doppelt platzieren. Doppeltes Geld ist aus, ne? Ja, ist aus, okay. Das könnt ihr übrigens skillen, wenn ihr hier macht. Da. Ist relativ früh schon bekommbar eigentlich. Ihr müsst nur hier rechts ein bisschen durchballern. Und dann skillt ihr hier. Ermöglicht den Besitz von 2 Armbrustmeistern. Ist relativ simpel zu kriegen. Okay, ich würde sagen, verbessern wir den jetzt auch mal zu Plasmastrahlen. Dann Sonnenavatar und dann den nächsten Step. Das müsste vom Geld aufgehen. Ist ja die Frage, ob wir so lange leben und ist die Frage, ob das Sinn macht, weil der opfert doch auf jeden Fall den, oder? Läuft halt ganz gut, aber ich hatte auch ehrlich gesagt nie Bedenken, dass es nicht gut läuft für den Mittelteil und Anfang. Ab Runde 90 habe ich halt Angst. Also, falls ihr so merkt, oh Bardo, du tust, ob das voll schlimm wäre alles. Nee, aktuell ist noch alles gechillt. Aber ab Runde 90 könnte es halt einfach richtig, richtig nach hinten losgehen, ja alles. Und einfach überhaupt nicht klappen. Und da bin ich besorgt. Ich bin besorgt für diese Runde. Dass da hinten der Tempel ist, ist schon unfassbar stark. Wäre da nicht der Tempel, hätten wir ein riesiges Problem. Und das Ding ist auch, wenn ich nicht zum Tempel skill, hätte ich auch die Challenge nicht geschafft. Weil der Sonnenavatar ist ja nicht auf dem Ladebildschirm drauf. Aber der Weg dahin ist halt... Der Weg ist... Nee, das Ziel ist das Ziel. Das Ziel ist das Ziel in diesem Fall. Also ich muss den Sonnentempel skillen bei der Challenge. Ansonsten hätte ich halt ein bisschen gemogelt, wenn man so will. Okay, der wird aber geboostet durch Oben. Der wird da stärker und könnt den da skillen. So, sieht der anders aus, wenn ich den hier skille? Ne, sieht gleich aus, perfekt. Okay, ja, das kann ich machen. Sieht vom Schaden aus. Der hat 13.000 gemacht, 200.000, 10.000, respektabel, 4.000, der ist Müll, 20.000 hat der gemacht, das ist auch stark. Der hat halt fast nichts gemacht, weil der kommt nicht so viel in seine Reichweite. Wir hätten aber vielleicht ein Geldproblem. Wir haben jetzt 30.000 ungefähr in Runde 80. Und ich weiß nicht, ob wir noch auf 85.000 kommen. Also ich traue dem, was wir hier auf dem Feld haben, zu, vielleicht bis Runde 93 zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir so viel Geld kriegen in der Zeit. Also ich verschätze mich ja immer mit der Kohle, muss ich auch dazu sagen. Ich verschätze mich immer. Ich unterschätze immer, wie viel Geld man macht. Deswegen halte ich vielleicht die Klappe, aber ich weiß nicht, wie gut das alles klar geht. Eventuell muss ich den Armbrustmeister verkaufen und den einfach beschwören. Aber die Chance ist hoch. Das wird zumindest einmal Game Over gehen. Ich kann natürlich auch ein paar Affen verkaufen, die nutzlos sind zum Ende. Zum Beispiel der ist nutzlos, den kann ich 2000 noch mitkriegen. Der Boomerang-Affe ist nutzlos zum Ende. Da könnte ich auch noch ein bisschen Kohle mitkriegen. Wie viel wäre das denn? 2000, 3000 könnte ich da mitnehmen. Zeit, mal sehen.
Die DETs sind kaputt gegangen. Okay, 95 kriegen wir nicht hin. Runde 93, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, Runde 93 traue ich uns noch so zu ungefähr. Aber mehr halt auch nicht. Mehr halt auch nicht. Und das sind, wir sind da jetzt schon gleich. Wir sind da halt jetzt schon gleich. Ich beschwöre mal den Baum. Der geht direkt kaputt. Ne, der alte ist kaputt gegangen. Ah, das wird so, so, so knapp vom Geld. Wir brauchen noch 11.000, Mann. 11.000 bis Runde 95. Runde 95 schafft mein Team so nicht. Im Leben nicht. Niemals. Ernsthaft niemals. Runde 93 vielleicht. Vielleicht. Das ist das Einzige, was wir vielleicht hinkriegen. Okay, das haben wir geschafft. Gut. Aber, ich brauche die Kohle. Ich brauche die Kohle. Ich brauche den Sonnentempel. Fairerweise, der ist natürlich auch ultra stark. Der Armbrustmeister. Der ist natürlich auch ultra, ultra stark. Ich hätte das wahrscheinlich schon schaffen können, indem ich einfach doppelt den platziere. Aber das geht ja nicht, weil ich will ja den Sonnentempel haben. Ich brauche den ja. So, okay, 3000. Das wird wirklich jetzt auf Runde 95 relativ genau platziert wahrscheinlich. Okay, 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 okay. Und... Ja, komm, ich hau's raus. Ich hau's raus. Boom. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Let's go. Okay. Kommen da so Sägen raus bei der oberen Skillung? Das wusste ich gar nicht. Ha. Okay, aber gut, der Armbrustmeister wurde jetzt aber auch geopfert. Muss man auch dazu sagen, das war jetzt ein Deal, den wir gemacht haben. Aber ich glaube, es war ein ganz guter Deal. Weil der Tempel zerstört hier gerade ordentlich. Das war, glaube ich, ein ganz guter Deal. Wir kommen jetzt, glaube ich, nicht nochmal auf 20.000. Um die rauszuhauen. Habe ich einen Insta-Affen dafür? Ich glaube nicht, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Ich glaube, wir kriegen es hin, Leute. Wäre wirklich eine Punktlandung jetzt mit der Runde. Puh. Doch, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, wir kommen auf 9.000. Also wir brauchen noch 9.000, dann können wir den skillen. 22.000 brauchen wir ungefähr. Ha! Moment, ich hau den mal raus. Ich hau den mal raus. So, wir skillen mal dahin. Ich verkauf mal den Hubschrauber, oder? Ja komm, so viel hat uns nicht gebracht. Ich verkauf den mal. Und ich hoffe, ich krieg den Armbrustmeister hin bis Runde... Die leben ein bisschen lange. Ich hoffe, ich krieg den Armbrustmeister hin bis Runde 100. Ansonsten müsste ich ihn nochmal verkaufen hier. Aber jetzt sind wir bei der schwersten Runde. Runde 98. Schwerste Runde im gesamten Spiel. Kommen wir da hin, kommen wir da hin. Uns fehlt noch ein bisschen. Ja, er ist nutzlos eigentlich. Wir haben noch einen Armbrustmeister rausgekriegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, nach der Runde mache ich Pause und hau nochmal alles raus, was ich raushauen kann. Schön. Okay. Das Nagelkatapult haue ich auch mal raus. Wir haben das meiste jetzt nachplatziert, was wir platzieren konnten. Okay, dann würde ich sagen, Runde 100, ab. Müsste kaputt gehen auch, oder? Müsste auch kaputt gehen. Was sagt die Runde? Ich mache nochmal den Baum neu. So. Ungeskillte Kanone haue ich nochmal raus. Kann der kaputt gehen, bitte? Ich kann noch eine ungeskillte Kanone raushauen. Kein Ding. Ist kaputt, okay, gut. Gut, 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 gut. Gehen die auch kaputt? Ja, 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 ja. Und wir kriegen sogar einen richtig kranken Insta-Affen. Ging tatsächlich genauso, wie ich dachte. Ich habe den genau in dem Moment platziert, wo es halt für mich Sinn gemacht hat und nötig war. Und dann hat es natürlich gepasst. Dann hat es natürlich richtig nass gepasst. War auf jeden Fall lustig, das mal nachzumachen. Hat auch ganz gut funktioniert. Und ja, dann muss ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr weitere Ideen für lustige Challenges habt, weil das wird auch sehr oft in den Kommentaren vorgeschlagen, dieser Vorschlag, dann lasst mich wissen mit dem Kommentar und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.